dazu verstärken. Herr de Maizière, aber Sie haben doch eins letztlich gesagt. Danke für den Spurwechsel. Spurwechsel, seien wir doch mal im Vokabular ein bisschen klarer, heißt Trennung von Asyl und Einwanderung. Ja. Genau, das heißt es. Das fordern wir seit 2013 und wurden dafür in die rechte Ecke geschoben. Es geht gar nicht anders. Es geht, naja, dann Sie hatten Jahrzehnte Zeit, das umzusetzen. Wir wollten kein Einwanderungsgesetz und wir haben, auch das zeigen Statistiken, Herr Bartsch, das wissen Sie auch, es zeigen Statistiken seit über Jahren, dass wir... Nein, wir haben eben keine Rechtslage. Wir sehen seit Jahrzehnten, dass wir Einwanderung übers Asylrecht haben. Gerade aus der Türkei im Übrigen kann man sich die Statistiken anschauen, gerade die Kurden, und uns droht mit dem Türkei möglicherweise etwas Neues. Das heißt, das, was Sie tun, und deswegen noch einmal unsere ganz klare Ablehnung gegen dieses Integrationsgesetz, Sie verschleiern, dass Sie jetzt versuchen, Probleme zu lösen, die Sie sich durch den Missbrauch anderer Gesetze oder der Nichtanwendung erst geschaffen haben. Und wenn ich schaue, die Vietnamesen, die nach Deutschland eingewandert sind, brauchen die ein Integrationsgesetz? Nein, die tun es. Die vielen Polen über Jahrzehnte. Ein Einwanderer, der ankommen will, steigt auf, er kümmert sich selbst, er ist agil und natürlich soll das neue Land Hilfe anbieten. Sprachkurse sind immer gut, da sind wir uns ganz schnell einig. Aber zu glauben, dass ein Integrationsgesetz eine Einwanderungskultur bei Menschen erzeugen kann, die ja gar nicht als Einwanderer gekommen sind, sondern indem sie in vielen Fällen von Menschen aus Nordafrika das Asylrecht missbraucht haben, mit Billigung der Bundesregierung, der Bundeskanzlerin, um hier sich wie Einwanderer zu verhalten, beziehungsweise wie Asylbewerber zu verhalten und eben nicht wie ein Einwanderer. Das ist unser großes Problem und das werden Sie nicht mit einem Gesetz ändern. Aber wir sprachen doch gerade über 1 Million aufgenommene syrische Flüchtlinge. Und Sie sprechen jetzt über die... Sie haben von Einwanderern gesprochen, Frau Kador. Sie haben von Einwanderern gesprochen. Ja. Und ich bin Ihnen dankbar dafür, dass Sie das klar gemacht haben. Aber ich bin auch für ein Einwanderungsgesetz unabhängig. Ja, sind wir uns auch. Aber nicht zur Legalisierung illegaler Migration. Das sind ja sehr unterschiedliche Frau Kador, Ihr Punkt. Ja, es sind in der Tat sehr unterschiedliche Diskussionen. Das, was wir über in der Tat, ich blicke da langsam hier durch. Denn Nordafrikaner, die wir dann abschieben können, weil sie strafauffällig geworden sind. Ich glaube, da steht doch hier selbst in dieser Runde völlig außer Frage, dass das passieren soll. Das andere ist, was machen wir mit Menschen, die hier eingewandert sind, als Flüchtlinge, als Kriegsflüchtlinge und die vielleicht nach 3 Jahren sich so weit bewährt haben, dass sie vielleicht sogar einen selbstständigen Job haben, selbstständig für ihren Lebensunterhalt aufkommen können, können wir dann oder sollen wir dann sagen, so geht, obwohl ihr Kinder habt, die hier gut zur Schule gehen, ihr habt sämtliche Auflagen erfüllt, nützen die uns denn nicht auch, wenn wir jetzt doch mal nach Nutzen schauen, können wir da nicht sagen, natürlich könnt ihr bleiben, selbstverständlich könnt ihr bleiben? Frau Kador, wandern Flüchtlinge ein, das hätte ich ganz gerne mal präzisiert, wandern sie ein oder fliehen sie und wollen zurück in ihr Heimatland? Das ist doch die entscheidende Frage. Das ist doch beides. Nein, Entschuldigung, das müssen, dann fragen wir die vielen Syrer, die gern zurück möchten. Frau Merkel hat sich selbst erzählen lassen. Was denn? Sie, genau das tun Sie wieder. Sie differenzieren. Es sind nicht alle auf der Welt Flüchtlinge. Wir reden über diejenigen, die einwandern. Das haben Sie selbst gesagt. Ja. Und wir reden über die Flüchtlinge. Und die Flüchtlinge haben in der Regel nur ein Bestreben, möglichst bald in ihr Heimatland zurückzukehren. Deswegen kommen aber viele Syrer gar nicht erst nach Deutschland. Da müssen wir unterscheiden. Aber nicht, wenn die hier 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre leben werden. Aber das wissen wir aus einer vorherigen Einwanderungswelle, dass da Menschen, die eingewandert sind, nach 5, 6, 7, 8, 9 Jahren doch hier geblieben sind, weil Kinder in die Schule gingen, weil Kinder weiter in die Schule gingen, weil Kinder hier Abitur gemacht haben, weil Kinder hier studieren wollten. Und plötzlich lebte man dann doch hier. Die wollten dann nicht mehr zurück. Ja. Und ist das, was entscheiden die Menschen selbst? Ist das, Herr de Maizière, ist das der Fehler, den auch diese Bundesregierung wieder macht? Was der Kontakt mit anderen Gruppen anbelangt, wenn es zum Beispiel für einen konservativen Muslim schwer ist, um zusammen mit seiner Familie in geschlechtlichen Kontakten sozusagen sich zu engagieren mit Leuten eines anderen Glaubens, dann wird es natürlich schwer, um deutsche Freunde zu kriegen. Und man sieht auch zum Beispiel bei interethnischen Heiraten, ja, ich bin verheiratet mit einer Türkin, aber es ist eine eher liberal, moderne, hochgebildete Türkin. Aber man sieht im Allgemeinen, wenn man interethnische Heiraten anschaut und wird allgemein in der Integrationsforschung sozusagen als der Gipfel der Integration betrachtet, wenn Gruppen sich tatsächlich so weit vermischen, das ist für mich tatsächlich ein Multikulturalismus, dass es zu interethnischen und interreligiösen Heiraten kommt. Das sieht man in meinem Heimatland, die Niederlande zum Beispiel, bei 40-50% der Zuwanderer aus der Karibik, Suriname, Niederländische Antillen, sind Leute, die schwarz sind, also durchaus anders aussehen, aber die gleiche Religion haben.
da ist einfach die Distanz nicht sehr groß und schon die Hälfte dieser Zuwanderergruppen sind mit einem autochthonen Niederländer verheiratet. Bei Muslimen ist in allen Ländern das weit unter 10%. Und das ist eine Barriere für Integration, weil auf den Arbeitsmarkt kommt es auch auf soziale Kontakte an. Sie sagen, dass es die Religion ist, die da das Integrationshemmnis ausmacht. Andere sehen das nicht so. Deshalb haben wir auch das Zitat des Sachverständigenrates natürlich mit in den Film gemacht, weil die zum Beispiel sagen, es gibt überhaupt keine systematischen Belege dafür, dass es die Religion ist, ja, die das Integrationshemmnis darstellt. Muss ich sagen. Ihre Forschung. Nein. Auch es gibt viele andere Forschungen dazu. Auch der Sachverständigenrat, die sind aber ja auch nicht abgestürzt, oder? Naja, aber es ist jährlich Forschung oder Zahlen bekannt, wer zu den bestintegriertesten Amerikanern im Lande gehört. Das sind regelmäßig die Muslime in dem Land, die sich übrigens durchaus als sehr gläubig bezeichnen. Das sind ja nicht alles nur liberale oder Frau Kador, Muslime. Aber die Muslime in den USA sind eine extrem hochgebildete Gruppe, ja, hauptsächlich aus Akademikern besteht. Aber die USA haben ein sehr selektives Einwanderungsrecht. Das ist eine ganz andere Situation. Aber gut, das ist ja, Sie sprechen es ja genau an, darum geht es ja eben. Sie sind eben hochgebildet und darin liegt ja der Schlüssel. Und weniger religiös? Nee, Sie sind nicht weniger religiös. Nee, das würde ich so nicht sagen. Selbst wenn es so ist, selbst wenn wir die Faktenlage... Lassen Sie mich den Punkt zu Ende führen, Herr Barth. Wenn Sie sich die muslimische Community in Amerika anschauen, so sind die durchaus gläubige Muslime. Die würden sich auch als gläubig bezeichnen, aber sie sind eben sehr bildungsorientiert. Ja, und sehen das eben überhaupt nicht im Widerspruch zu ihrem eigenen Glauben. Sie würden aber vermutlich das, was in Ihrer Studie herausgekommen ist, nicht tun. Zwei Drittel der Muslime sind offenbar der Meinung, dass religiöse Regeln und Gesetze wichtiger sind als die Gesetze des Landes. Wenn das der Fall ist, das könnte dann Kopas fragen, kann man ja öffentlich lesen. Oder unter anderem auch das Verhältnis. Ja, natürlich, aber die ist nun sehr interessant. Und weitere interessante Aspekte, Frau Kador, vielleicht das Verhältnis zu anderen Religionen. Ja. Und wenn der Muezzin-Ruf eben beinhaltet, dass Allah der Höchste ist, dass Allah der Einzige ist und das Christentum und Judentum würde das jeder davon, aber die monotheistischen Religionen des Juden und Christentums haben mit dem Allah kein Problem. Das ist der große Unterschied. Wenn Allah der Höchste ist, wird es nicht akzeptiert. Und das Feindlichkeit gegenüber anderen Religionen. Was erzählen Sie da, Frau, das müssen Sie einfach nur nachlesen, wenn Sie es nicht sowieso wissen. Frau Kador, es ist tatsächlich so, dass wir bei der Akzeptanz anderer Religionen und bei der Akzeptanz von religiösen Regeln und staatlichen Regeln, gerade bei Muslimen, zwei Drittel der Meinung sind, dass die eigenen religiösen Regeln wichtiger sind. Und das ist tatsächlich vielleicht schön. Ich lasse Sie gern, danke Frau Will, aber den Gedanken würde ich schon ganz gern, wissen Sie, den Satz würde ich schon ganz gern zu Ende führen, denn diese Studie existiert und Frau Kador, ich glaube, das ist von dem Punkt bei dem ich war. Nein, der Punkt ist, dass der Islam das Problem ist, erwartet haben. So, das hat sie gesagt, dass der Islam das Problem ist. Dann sind wir bei dem Punkt zurück. Dass sie einen anderen sozioökonomischen Hintergrund haben, das steht außer Zweifel, klar, oder außer Frage. Es ist natürlich eine andere Kultur, ein anderes Kulturverständnis. Und in dem Fall haben sie natürlich auch ein anderes Staatsverständnis. Sie sind in der Regel ja nur Diktaturen gewohnt. Anders als vielleicht der gemeine Türke, in Anführungsstrichen, der aus einem laizistischen Staat stammt, der die zumindest formale Trennung von Religion und Staat kennt. Ob er sie praktisch kennt, ist, wie gesagt, im Moment auch eine andere Frage. Und sind die schwerer zu integrieren? Sind sie das? Stimmen Sie dem auch zu? Ich würde das, per se kann man sowas nie feststellen. Ich würde sagen, sogar in dem Moment, wo Menschen vor Krieg fliehen, in der Hoffnung, hier Schutz zu finden und vielleicht auch ein neues Leben ein Stück weit anzufangen, zumindest den Kindern zuliebe, ist vielleicht sogar der Integrationswille sehr viel größer als bei einem normalen Einwanderer. Ja, es kommt auf mehr an. Man hat ja auch sehr viel mehr aufgegeben sozusagen. Es besteht natürlich ist das also selbstverständlich. Ja, bei Syrien ist wieder etwas anderes. Bei Syrien ist Syrer war unter Assad bei all seinen diktatorischen sozusagen bei allem seinem diktatorischen Gehabe ist Syrien auch ein Staat, wo die Religion nicht annähernd so eine Rolle spielt wie etwa in Afghanistan, wie etwa in bestimmten säkulare ausgerichtet. Sie haben mit dem Zitat gar nicht die Syrer gemeint, aber um die ging es doch auch damals vor schon. Vor allem die Nordafrikaner. Und das ist ja bei meinen französischen Kollegen geprägte Muslime. Waren die Syrer nicht gemeint. Nicht so sehr wie die Nordafrikaner. Die Syrer sind sicher auch schwieriger zu integrieren als Türken, aber sicher leichter als Nordafrikaner.
Ich halte das für schwierig, solche pauschal Dinge. So. Bleiben Sie bei Ihrer Aussage, Herr de Maizière, weil Sie recht haben damit. Und die Syrer haben einen Nationalstaat gelebt. Die Syrer haben über Jahrzehnte in einem Staat gelebt, in dem es egal war, ob sie alawitisch oder sunnitisch oder Drusen oder sonst irgendwas waren. Ja, also das stimmt nicht ganz. Erstens hatten Konfiskation. Naja, es gab überhaupt. Sie haben identifizierter Kommand. Aber schauen wir uns genauer an, Frau Petri. Sie sind ja zur Erkenntnis gelangt auf dem Parteitag auch. Sie haben es notiert. Der Islam gehörte nicht zu Deutschland. Deshalb gehe ich davon aus, dass Sie sich mit dem Islam selbstverständlich auch beschäftigt haben. Zwei Fragen aus einer Bertelsmann-Studie von Anfang Januar 2015. Was schätzen Sie? Nur, dass wir es mal veranschaulicht sehen. Wie viel Prozent der hochreligiösen sunnitischen Muslime halten die Demokratie für eine gute Regierungsform? Der Hochgebildeten. Der hochreligiösen sunnitischen Muslime halten die Demokratie für eine gute Regierungsform in Deutschland? In Deutschland. Ich kenne die Zahl nicht, die werden Sie mir sicherlich gleich sagen. Mhm. Ich glaube, dass es eher eine Frage von Bildung ist. Da sind wir im Übrigen einig. 90%? Ich glaube, dass mehr die Bildung am Ende darüber entscheidet, die auch die Erkenntnis beinhaltet, dass Religion und Staat getrennt gehören, ob ich eine Regierungsform, eine Gesellschaftsform anerkenne oder nicht. Aber und tatsächlich, insofern, Herr Bartsch hat recht, es sind 90% der hochreligiösen sunnitischen Muslime, die sagen, die Demokratie ist eine gute Regierungsform. Und dann, nächste Frage, wie hoch ist bei den Hochreligiösen, was schätzen Sie, der Grad der Zustimmung zur Heirat Homosexueller? Was denken Sie? Die Frage beantworte ich ähnlich wie die erste. Ich glaube, dass es eine Frage der Bildung ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Zustimmung sehr hoch ist, aber Sie werden sicherlich eine Zahl mir präsentieren, die vergleichsweise hoch ist. Ja, interessant. 40% sind das. Gut. Und bei den nicht beziehungsweise wenig Religiösen sind es 67% der Muslime, die sagen, dass sie zustimmen zur Heirat Homosexueller. Wenn Sie es mit Christen und Juden vergleichen, sind die Zahlen da viel, viel höher. Das wissen Sie wahrscheinlich auch, dass da die Zustimmung zu homosexuellen Partnerschaften sind wesentlich höher im Christentum und Judentum als bei den Muslimen. Ja? Aber dennoch, das ist, sind ja interessante Zahlen, finde ich auch. Und es ist auch dann tatsächlich interessant, dass Sie sie nicht kannten und nicht wussten. Denn Ihre Partei hat ja, muss man sagen, sehr genaue Vorstellungen, was und wie mit Muslimen umgegangen werden soll. Vor einer Woche hat die AfD ihr Parteiprogramm beschlossen, bisher aber nicht veröffentlicht. Im Leitantrag des Bundesvorstandes heißt es, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Die AfD fordert ein allgemeines Verbot der Vollverschleierung in der Öffentlichkeit und im öffentlichen Dienst. Sie lehnt das Schächten von Tieren ab und will keine Sonderrechte für muslimische Schüler. Das Minarett lehnt die AfD als islamisches Herrschaftssymbol ebenso ab wie den Muezzinruf. Zudem möchte die AfD die Islamkunde in den Ethikunterricht integrieren. Frau Kador, Sie geben Religionsunterricht in NRW an Schulen. Was spricht dagegen, den Islamunterricht in den Ethikunterricht zu integrieren? Theoretisch nichts, praktisch unser Gesetz. Wir haben auch als Muslime das Recht auf Religionsunterricht nach Artikel 7 Absatz 3, genauso wie jede andere Religionsgemeinschaft dieses Recht auch hat. Und wenn wir sagen, wir müssten einen oder wir sollten einen Ethikunterricht für alle Schülerinnen und Schüler einführen, wogegen ich zumindest prinzipiell überhaupt nichts habe übrigens, dann gilt das selbstverständlich auch. Gibt es in Berlin? Dann gilt das selbstverständlich auch für den christlichen Religionsunterricht, der dann eben auch in den Ethikunterricht überführt werden müsste. Was ist gut daran? Den Religionsunterricht, aber ich glaube, den islamischen prinzipiell in den Ethikunterricht zu überführen. Beinhaltet das auch den christlichen Religionsunterricht? Wir hatten es vorhin schon diskutiert. Ich denke, dass ein religionswissenschaftlicher Unterricht, egal wie der jetzt heißt, der über verschiedene Religionen informiert an Schulen, dass der zu befürworten ist. Konfessionsgebundener Unterricht ist ja auch zum Beispiel in Brandenburg, in Berlin, den gibt es ja zum Teil schon gar nicht mehr. Ich kenne das aus Zeiten der DDR, wo Kirche und Staat nun ganz, ganz stark voneinander getrennt waren, so dass Christenlehre, also letztlich ein Bekennungsunterricht, auch außerhalb der Schule stattzufinden hat. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Und so in dieser Art und Weise ist auch zumindest dieser eine Programmpunkt gemeint. Ja, aber dann hätten Sie ja alles inkludieren müssen. Sie schreiben ja ganz bewusst, die Islamkunde ist in den Ethikunterricht zu überführen. Da hätten Sie ja schreiben müssen,
der gesamte also Religion zu drehen. Also vielleicht für die Abschaffung des christlichen Religionsunterrichts aus den Schulen? Das ist die spannende Frage. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich denke, dass ein Religionsunterricht, ein religionswissenschaftlicher Unterricht in der Schule sehr wohl zu befürworten ist. Also das ist meine persönliche Meinung. Ich weiß, dass die Mehrheit der AfD das anders sieht. Deswegen, da ging es um den Islam konkret und ging es nicht generell um alle Religionen. Ich glaube aber, dass es ja sehr wohl gute Gründe dafür gibt, Herr de Maizière, dass einige Bundesländer es so oder so entscheiden. Ich glaube, dass die Kirchen für ihren Bekennungsunterricht in der Tat in letzter Konsequenz selbstverantwortlich sind. Die Staatsverträge regeln das anders, das ist mir bewusst. Aber ich denke, heute schon wird im Religionsunterricht, zum Beispiel im Evangelischen, über den Islam gelehrt. Das also zu glauben, auch. Zu glauben, dass es die... Aber das ist doch nicht der Kern, der Kern in Ihrem Programm ist doch ein ganz anderer. Der Kern in Ihrem Programm ist der Islam gehört nicht zu Deutschland. Ja, das ist wie das auch unser Bundespräsident sagt, wie das Herr Kauder sagt. Naja, selbst die würden dann irren. Ich meine, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Das ist ja schön. Ex hatte genau das Gegenteil. Also unser aktueller Bundespräsident hat 2012 genau das gesagt. Wie viel Diversität. Ein Problem. Auch jede Religionsausübung muss sich richten. Und halten im Geltungsbereich des Grundgesetzes, darf andere Grundgesetze nicht verletzen und all das. Das Schächten ist, dazu gibt es ein großes Urteil des Bundesverfassungsgerichts, ausnahmsweise erlaubt. Das gilt auch für jüdische Schlachtgewohnheiten. Da wäre ich mal sehr vorsichtig, was die AfD da gefordert hat. Und was die Vollverschleierung angeht, im öffentlichen Dienst gibt es sie nicht und darf es sie auch nicht geben. In der Öffentlichkeit, ich bin gegen eine Vollverschleierung. Aber ich glaube, dass ein Verbot unverhältnismäßig ist. Im Übrigen werden die Länder zuständig und deswegen vermutlich gerichtlich keinen Bestand hätte. Zumal frage war ich mich, das egal, Frau Petri, dass viele dieser Dinge sich gar nicht durchsetzen lassen werden? Selbst wenn wir das verboten werden, werden wir sehen, ob es sich durchsetzen lässt. Und ich meine, Herr de Maizière bestätigt ja viele Punkte. In der Tat wissen wir aber auch, dass es ein durchaus stark diskutiertes Urteil zum Tragen des Kopftuchs gegeben hat. Auch da haben wir uns positioniert. Wir halten es eben für nicht richtig, dass Mädchen de facto am Ende doch durch Druck dazu gezwungen werden, diese Kopftücher zu tragen. Eine Einschätzung, die Sie ja oder eine Ansicht, die Sie teilen. De facto doch. Genau. Wie kommen Sie denn dazu? Die teilen Sie ja, die haben ja selbst in den Berliner Thesen auch veröffentlicht. Insofern glaube ich schon, dass dass Religionsverständnis des Islam eben aufgrund des Wahhabismus, der einen starken Zulauf hat oder auch anderer Strömungen nicht dazu führen kann, dass wir eine weitere Segregation in Deutschland erleben. Und ich danke Ihnen, dass Sie mich aussehen lassen. Wenn Sie das alles verbieten lassen würden, glauben Sie, dann sind Muslime perfekt integriert, wenn wir keine Moscheen hätten, wenn wir keine islamische Religionsunterricht in deutscher Sprache hätten, wenn wir nicht mehr beschneiden, also so weit sind wir ja noch nicht, vielleicht machen sie das auch noch demnächst, wenn wir nicht mehr beschneiden lassen dürfen, wenn wir nicht mehr schächten dürfen, sind wir dann endlich genügend integriert für Sie? Viele der am besten integrierten Muslime haben mit vielen der Thesen, die wir verabschiedet haben, überhaupt kein Problem, weil sie erkannt haben, dass die konservativen Strömungen des Islam mit dem Grundgesetz nicht vereinbar sind. Sind wir dann alle perfekt integriert, wenn Sie das durchgesetzt haben? Frau Kador, wissen Sie, die Antwort auf die Frage zum Schluss. Auf die Frage? Antworten Sie bitte. Sind wir alle dann genügend integriert, wenn wir das alles nicht mehr machen Stehe ich bei Ihnen im Verhör? Ich glaube, Sie müssen überlegen oder Ihre Religionsgemeinschaft muss überlegen. Frau Kador, diejenigen, die Sie integrieren wollen, die tun das. Die brauchen dazu kein Gesetz. Sie wissen, indem wir sagen, dass Sie alles nicht zu tun haben, weil Sie so große Islamexperten sind. Bleiben Sie doch mal sachlich, Frau Kador. Sie erzählen auf der einen Seite, dass das Kopftuch nicht dabei hilft und dass Sie es selbst ablehnen, gerade für Mädchen. Auf der anderen Seite sagen Sie, dass der Islam die Gleichberechtigung von Mann und Frau fördert. Sie müssen sich schon überlegen, was Sie wollen. Das werden selbst Religionswissenschaftler Ihnen nicht bestätigen. Antworten Sie doch einfach meine Frage, dass Sie die ganze Zeit ausweichen. Es gibt eine AfD-Methode, die mich schon seit Längerem ärgert. Das kann ich mir vorstellen. Die will ich Ihnen kurz begründen. Ich will es an zwei Beispiele. Bitte. Das eine ist zu sagen, also man wird doch wohl noch sagen dürfen, dass man sein Land liebt. Ja, das unterstellt ja, als würden wir alle das nicht tun. Ich liebe mein Land. Ihnen nehme ich das sofort ab. Keine Belehrung. Das Zweite ist, Sie sagen, der Islam, wenn es dann konkret ist, ja, der Wahhabismus, der extreme Islam. Sie bauen aber sozusagen rhetorisch einen riesen Popanz auf und diskutiert, sagen Sie, ja, es geht ja nur um diesen Punkt. Aber Herr de Maizière, Sie haben gerade selbst die Studie bestätigt. Sie haben selbst die Studie bestätigt, Herr de Maizière. Wir wissen, dass zwei Drittel der Muslime ihre
ihre eigenen religiösen Gesetze über die nationalen Gesetze stellen. Das gibt genügend Anlass. Das gibt genügend Anlass, um noch einmal zu diskutieren. Und das werden wir auch ganz sicherlich tun, aber jetzt nicht mehr, weil Thomas Roth mit den Tagesthemen schon in Hamburg wartet.